Ja, danke. So, hallo zusammen nochmal. Moment, gibt es mich zu sehen? Zum Glück gibt es mich nicht so zu sehen, weil ich habe so einen XPS 13 der älteren Generation. Die haben das die Webcam unten links im Display und das ist so ein bisschen Naseninnenkontrolle, um das zu verhindern. Nur mal so, um zu zeigen, wie so ein Homeoffice aussieht. Hier mal die Konstruktion, die ich gebaut habe, um das zu verhindern, damit die Kamera auf einigermaßen auf Höhe ist und ihr mir nicht die ganze Zeit in die Nase gucken müsst. Aber gehen soll es halt um die aktuelle Entwicklung beim Linux-Kernel. Wie gesagt, das war ein Vortrag, den ich eigentlich für die Chemnitzer Linux-Tage eingereicht hatte. Den habe ich da eigentlich in den letzten 10 Jahren schon immer wieder gehalten. Und da war der Gedanke, angesichts der Lage, das einfach hier mal nachzuholen, weil vorbereitet hatte ich das Ganze sowieso schon. Was wir auch den Chemnitzer Linux-Tagen in den letzten Jahren immer gemacht haben, war ein Etherpad zu nutzen, in dem die Leute Fragen einstellen konnten. Die URL zeige ich euch gleich. Das hat in den letzten Jahren auch richtig gut geklappt, weil die Leute da einfach dann die Fragen, die mehrere Leute interessieren konnten, sozusagen mit mehreren Plussen markieren konnten. Und das hat eigentlich richtig gut geklappt, damit wir eben nicht nur die Fragen von irgendwem stellen, der sich zu Wort gemeldet hat, sondern auch die Fragen stellen, die möglichst viele Leute interessieren. So ein Etherpad habe ich heute auch wieder angelegt. Die URL ist eben yourpart.eu/p/heise-show-kernel. Die URL findet ihr auch auf den meisten Folien oben rechts in der Ecke. Und wenn euch die Slides interessieren, die URL dazu findet ihr links oben in der Ecke. Genau, und spielt in dem Etherpad nicht zu viel rum. Ihr sollt mir ja zuhören. Das gab es auch schon, aber mal gucken, wie das diesmal ist und ob das hier in dem Stream überhaupt so klappt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Kurze Orientierung, wo wir sind. Der aktuelle Linux-Kernel ist der Kernel 5.6.2. Der Screenshot ist von heute Morgen. Denn tatsächlich ist es so, dass dieser 5.6.2-Kernel heute Morgen erschienen ist. Er behebt unter anderem einen bösen Bug bei den Intel Wireless-Treibern, der in 5.6.0 enthalten ist, der am Montag früh erschienen ist. Aber bevor ich zu sehr vorgreife, kurz die eigentliche Einordnung. Die aktuelle Long-Term-Kernel-Linie, die wir gerade haben, ist der Linux-Kernel 5.4. Der ist, wenn ich mich richtig erinnere, im November oder jetzt November erschienen. Die wird mindestens 2 Jahre gepflegt und womöglich auch 6 Jahre. Die aktuelle Stable-Kernel-Linie, die eben nur bis zum Nachfolger gepflegt wird und bis der Nachfolger erschienen ist, das ist der Kernel Linux 5.6 und der ist halt in der Sonntagnacht erschienen. Die URLs, wo ihr Details findet, was da drin ist, so also im Groben und Ganzen, die stehen hier auch. Die findet ihr in den Slides und habt ihr vielleicht auch schon auf Heise Online und ct.de gesehen. Mit der Entwicklung mit der Freigabe von Linux 5.6 ist dann die Entwicklung von 5.7 begonnen. Der wird erscheinen mit ziemlicher Sicherheit am 1. oder 9. Juni. Durch die Corona-Krise kann sich das natürlich ein bisschen verändern, aber typischerweise ist die Linux-Entwicklung relativ verlässlich. Die läuft eigentlich wie so ein gut geschmierter Motor. Neue Versionen gibt es alle 9 oder 10 Wochen und ich denke, daran wird sich auch durch die Corona-Krise nicht allzu viel ändern, weil viele von den Kernel-Entwicklern arbeiten sowieso schon immer aus dem Homeoffice. Jede dieser Versionen bringt übrigens immer so 13.500 Änderungen und mit jeder Version sind ungefähr 300.000 neue Zeilen dabei. Das sind immer so ungefähr 800.000 oder 1 Million, die wirklich neu sind und irgendwie 300 oder 500.000 oder 800.000, je nachdem, wie es halt hinkommt, die verändert wurden oder rausgeflogen sind. Ubuntu 20.4, das in knapp 3 Wochen ansteht, am 23. April, wird den Linux-Kernel 5.4 nutzen, den ich eben erwähnt habe. Das ist eben so ein Long-Term-Kernel. Diesmal haben sie sich entschieden, einen langgepflegten Kernel als Basis zu nutzen. Letztes Mal haben sie genau einen danach genommen. Lustigerweise, es erscheint, wie gesagt, am 23. April. Fedora 32, was 2 Tage vorher oder 5 Tage später erscheinen wird, wird hingegen schon Linux 5.6 nutzen. Da stellt sich die Frage, was ist das überhaupt wichtig für Endanwender? Und das ist so eine Sache, das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und ein bisschen näher habe ich das tatsächlich erst vor ungefähr 10 oder 12 Tagen in einem CT-Uplink erklärt, der auch hier bei YouTube verfügbar ist. Die URL ist hier auch einfach sonst nach Linux-Kernel und CT-Uplink bei YouTube suchen, dann findet ihr das ein bisschen
findet ihr das, und das ist ein bisschen ausführlicher erklärt hier jetzt im Schnellverfahren. Es ist vor allen Dingen ein bisschen davon abhängig, was man für Hardware nutzt. Das ist natürlich einer von vielen Faktoren. Aber um da mal ein Beispiel zu geben, Linux 5.6 ist halt der erste Kernel, der USB 4 von Haus aus unterstützen wird. Und in einem Vortrag, im regulären Vortrag, hätte ich jetzt gefragt, wer findet das überhaupt wichtig? Das kann ich jetzt hier nicht so einfach, deswegen greife ich die Antwort mal schnell vorweg und sage, früher oder später ist es wichtig für uns alle. Denn die Technik wird mit ziemlicher Sicherheit in allen neuen PCs auftauchen. Die Sache ist die, früher oder später ist immer so eine vage Begriffserklärung, aber die Sache ist so, früher ist für einige von uns wahrscheinlich schon dieses Jahr, denn Intel stellt eine neue Prozessorplattform vor oder arbeitet an einer Prozessorplattform, die USB 4 unterstützen wird, die nennt sich Tiger Lake. Wann die auf den Markt kommt, ist noch nicht genau bekannt. Ursprünglich war die vielleicht schon zur IFA in Berlin Anfang September erwartet, aber vielleicht wird es auch später, vielleicht kommt es auch früher, muss ich zeigen. Und ja, warum ist das wichtig? Eben weil Ubuntu dann den 5.4er-Kernel von Haus aus nutzen wird, könnte es passieren, die Betonung liegt hier wirklich auf könnte, dass einfach USB-Sticks zur Installation womöglich nicht booten, also auch USB 2 oder USB 3-Sticks, die man schon hat. Denn sowas ist bei USB 3.0 tatsächlich passiert. Damals erkannte der Kernel eben ältere Sticks nicht, sobald die auch nur an Buchsen hingen, die der USB 3.0-Controller betreute. Das kann, ob das jetzt wirklich mit USB 4 genauso passiert, ist noch nicht klar, weil wir haben ja auch noch keine Hardware zum Testen. Aber das könnte zum Beispiel eines der Fallstricke sein, die da in Aussicht stehen, eben weil der Linux-Kernel von Ubuntu 20.04 USB 4 wahrscheinlich noch nicht unterstützt. Es sei denn, sie haben es rückportiert, was auch noch passieren kann. Das habe ich leider noch nicht nachgeguckt. Es sind ja auch noch 3 Wochen hin, bis es erscheint. USB 4 ist sowieso nur ein Beispiel. Die allermeisten Treiber stecken beim Linux-Kernel eben im Kernel. Und deswegen sind sie praktisch für neue Prozessorplattformen von AMD und Intel und anderer Hardware immer sehr wichtig. Und da ist es so zum Beispiel, dass der Linux-Kernel 5.7, also der, dessen Entwicklung gerade erst angefangen hat, dann auch endlich einen Grafiktreiber bringen, auch dann erst den Grafiktreiber bringen wird, den man für diese neuen Intel-Prozessoren brauchen wird. Das war so der grobe Einstieg. Jetzt mal ein paar kurz zu einigen aktuellen Ereignissen. Auf den Chemnitzer Linux-Tagen im letzten Jahr, das war letztes Jahr im März, also 2-3 Wochen früher als jetzt, habe ich damals gesagt, es gab ein wenig Unruhe jüngst, also von wegen rund laufender Motor. Manchmal ist halt doch ein bisschen Aufruhr im Linux-Feld. Und damals gab es eben zum Beispiel Probleme mit ZFS und Linux. Es gab ein Performance-Problem, was sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hatte. Es gab einen Datenverfälschungsbug, der auch viel durch die Medien getrieben wurde. Und vor allen Dingen war damals die Diskussion um den Code of Conduct und Linus Auszeit damals noch relativ frisch in den Köpfen. So große Ereignisse wie vor 1,5 Jahren gab es in letzter Zeit nicht. Gerade von diesem Code of Conduct, diesem COC, hört man in letzter Zeit kaum noch was, obwohl da viel darüber diskutiert wurde, als sie eingeführt wurde. Es gab tatsächlich im ganzen Jahr 2019 nur 5 Leute, die sich sozusagen über diesen Code of Conduct dann genutzt haben, um sich über andere Kernel-Entwickler zu beschweren. Diese Incident Reports findet man dieser Tage tatsächlich auch auf kernel.org unter der hier gezeigten URL. Ganz stimmte das nicht, dass es keine Unruhe gab. Ein bisschen Unruhe gab es halt doch. Das ist jetzt ein bisschen mehr für Kernel-Entwickler interessant. Da gab es im letzten Herbst im September einen Vortrag auf der Linux Plumber Konferenz. Da wurde sehr ausführlich über die Entwicklungsmethodik vom Linux Kernel diskutiert und was die alles für Probleme hat. Das ist gerade im Vergleich zu GitHub oder GitLab, wie viele moderne Entwickler arbeiten, ist die Kernel-Entwicklung, da läuft sehr anders. Da wird vor allen Dingen noch alles eigentlich praktisch per Mail gemacht. Und es gibt noch viele andere Probleme. Das hat also tatsächlich ein bisschen Aufruhr erzeugt, dieser Vortrag, weil es eben auch so viele Probleme gibt und weil durch diese Herangehensweise der Linux-Entwicklung, dass vieles archaisch und wirklich schwer zu lernen ist, gerade für neue Entwickler, die da rein wollen. Wer da mehr wissen will, findet unter diesem Link von LWN.net eine Übersicht zu dem Vortrag, und dort sind auch die Slides von dem Vortrag verlinkt. Und wie gesagt, den gibt es auch bei YouTube. Als Resultat des Ganzen wurde eine Workflow Group gestartet.
Da ist es so, dass die jetzt darauf hinarbeitet, die Linux-Entwicklung zu verbessern und vor allen Dingen auch das Entwicklungsmodell zu defragmentieren. Auch dazu gibt es einen etwas später erschienenen LWNet-Artikel. Und das wird aber viel Arbeit sein und das wird Jahre dauern. Mal gucken, wie sich das auch auf Anwender auswirkt. Das wird sicherlich irgendwelche Bedeutungen haben. Vielleicht könnte es auch noch mal irgendwelche Tools dabei rauskommen, die die Welt noch mal so verändern, wie Git es gemacht hat, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen jetzt, aber ein paar Sachen könnten vielleicht ja doch dabei rumkommen, die für den einen oder anderen wichtig sind. Tatsächlich ist es so, die Kernel-Entwickler seit neuestem gibt es sozusagen eine Garrett-Instanz, über die man Patches einreichen kann. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher, aber das ist nur einer von vielen Schritten. Aber was sicher nicht nie passieren wird, ist, dass die Entwicklung des Linux-Kernels zu GitLab oder GitHub wandern wird, weil das Modell einfach dem klassischen Modell der Kernel-Entwicklung, der per E-Mail vorangetriebenen Kernel-Entwicklung so zuwiderläuft, dass das nicht passieren wird. Also das zumindest nicht in absehbaren Jahren. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Da war noch eine kleine Aufruhr, Jungs, oder ist auch schon wieder ein paar Monate her. Das war das Linus Torvalds, was Linus Torvalds gesagt hatte, dass er von ZFS abrät. Die meisten von euch haben das schon mit ziemlicher Sicherheit schon von gehört. Das war irgendwann im November, glaube ich, letzten Jahres. Da hat er sehr deutlich gesagt, don't use ZFS. Das ist also ein für Solaris entwickeltes Dateisystem, was mittlerweile auch auf Linux nutzbar ist. Durch die Aussagen, die er da getätigt hat, ist eigentlich weiterhin klar, dass dieses ZFS on Linux oder ZOL, wie es abgekürzt wird, weiter außen vor bleibt. Das ist auch gar nicht sonderlich überraschend bei der Lizenzpolitik. Das ist nämlich so, dass dieses ZFS unter einer anderen Lizenz steht als der Linux-Kernel und diese beiden Lizenzen sind nicht kompatibel zueinander, deswegen kann der Code vom einen und das andere nicht überfließen. Das ist jetzt die Kurz- und Grobfassung einer viel komplexeren Lage, bei der auch viele Juristen involviert sind und wo auch Juristen unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt zum Beispiel Juristen, die meinen, das ginge. Da kann ich jetzt hier im Vortrag aber nicht weiter darauf eingehen. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen belassen wir es einfach mal dabei, dass es da einfach Ungereimtheiten gibt. Wer sich da einlesen will, findet im Netz massig Quellen dazu. Die Sache ist aber die, selbst wenn diese Lizenzproblematik gelöst wird, es gibt immer noch viel mehr Probleme. Tatsächlich ist es so, dass Sun, die ZFS mal entwickelt haben, von NetApp verklagt wurde, weil ZFS angeblich Patente verletzen würde. Und als Sun dann von Oracle gekauft wurde, haben NetApp und Oracle das stillschweigend beigelegt. Und wir wissen also gar nicht, was dabei rumgekommen ist. Das heißt, das kann sein, dass da nochmal wieder irgendwas um die Ecke kommt. Und das könnte auch mit ein Grund sein, warum Oracle selbst tatsächlich gar nicht mehr so hinter der ZFS-Entwicklung hersteht und auch tatsächlich für sein Linux andere Sachen nutzt. Aber das ist nur eins Problem, eines der Probleme, die da lauern. Ein anderes Problem ist auch noch, wie gesagt, wenn die Lizenzproblematik gelöst würde, ist, dass die Interaktion mit dem Rest des Kernels und die Codequalität einfach teilweise nicht dem entspricht, was die Linux-Entwickler erwarten. Also das widerspricht an vielen Stellen einfach dem, was die Linux-Entwickler wollen. Deswegen bin ich da mit Linus weitgehend einer Meinung. Man sollte es fürs Erste einfach meiden. Und wenn sich die Situation ändern sollte, dann kann man das immer nochmal neu evaluieren. Wenn man wirklich, wirklich gute Gründe dafür sprechen, dass man dieses ZFS, was einige Vorteile hat gegenüber irgendwie den Linux-Dateisystemen wie ButterFS, wenn man das eben deswegen unbedingt nutzen will und denkt, das ist für seinen eigenen Einsatzzweck wichtig, das sollte man sich also ganz genau anschauen, ob das wirklich die Vorteile, die Risiken sozusagen aufwerten. Und im Zweifel überlegen, ob man dann nicht ZFS vielleicht auch lieber mit einem BSD-Derivat nutzt, weil da gibt es diese Problematik nicht. Und dann, ich sage immer, wer weiß, was da noch an Klagen und Ungereimtheiten unterwegs kommt. Auch die Kernel-Entwickler haben den ZFS- und Linux-Entwicklern schon manchmal das Leben ein bisschen schwer gemacht, unabsichtlich. Das kann sein, dass man dann irgendwann von ZFS und Linux einfach wieder weg muss, weil das irgendwie eine Sackgasse, also sich als Sackgasse entpuppt. Das finde ich, sollte man im Hinterkopf behalten. Daher wäre es vielleicht fruchtbarer, bei anderen Dateisystemen, etwa ButterFS oder vielleicht auch XFS, mitzuhelfen, weil die sind in Linux schon drin. Aber das ist wie alles eine sehr komplexe Thematik. Da gehen wir jetzt mal, da kann ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. So, das war
waren so einige der wesentlichsten, auch jenseits der Kernel-Community aufgetretenen Sachen, die es in letzter Zeit gab. Jetzt noch mal ein paar aktuelle Geschehnisse, also was für Features in den Linux-Kernel eingezogen sind in letzter Zeit. Mit eines der wichtigsten Sachen ist eben das Support für WireGuard in den Linux-Kernel 5.6 eingezogen ist und auch in Ubuntu 20.04 enthalten sein wird, weil die Ubuntu Canonical-Entwickler das da eingebaut haben. WireGuard, wer nicht weiß, was es ist, ist eine vielversprechende und viel gelobte VPN-Tunneltechnik, also sowas wie OpenVPN und so weiter, IPsec. Die ist wirklich viel gelobt, selbst Linus Torvalds hat sie sehr gelobt, weil sie stateless ist, sich leicht zu konfigurieren lässt, schnelle Reconnects und die Linux-Integration ist wirklich, wirklich gut. Also das ist irgendwas, was in der Linux-Welt sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und der Linux-Kernel bringt das jetzt mit. Dadurch braucht man dann nur noch so ein paar Userland-Tools, mit denen man eben die WireGuard-Sachen konfigurieren kann und die bringen viele Distributionen schon mit und dadurch werden Linux-Distributionen das mit den neuen Kernel das bald alles von Haus aus unterstützen. Selbst Android soll das wahrscheinlich kriegen. Scheint so. So, was gab es sonst noch an wichtigen Geschehnissen? Tatsächlich nach fast 20 Jahren Entwicklung ist es so, dass der Linux-Kernel bald von Haus aus Echtzeitfähigkeiten bieten wird. Also Realtime, das ist Änderungen zu verdanken, die in den RT-Tree oder eingezogen sind, auch als Preempt RT bekannt. Tatsächlich ist es so, dass da schon seit Jahren drüber geredet wird. Ach, das kann der Linux-Kernel bald. Da komme ich aber gleich noch zu. Erstmal zu erklären, was dieses Realtime übrigens ist. Das ist eben, stellt sozusagen sicher, dass der Linux-Kernel bestimmte Aufgaben immer in einer definierten Zeit erledigt. Das ist etwa zur Maschinensteuerung in der industriellen Fertigung oder in Autos wichtig, damit eben der Lasercutter, wenn man irgendwas mit dem Lasercutter macht, auch da genau schneidet, wo er soll und nicht plötzlich, weil irgendwie der Swap Space voll läuft, dann plötzlich mal eine Denksekunde hat und bis dahin ist die Maschine, sind die Maschine so weitergelaufen, dass irgendwas in Brand gerät oder das Werkstück, an dem man gerade arbeitete, kaputt ist. Also da ist dann dieses Realtime sehr wichtig und wie gesagt, das wird schon ziemlich lange dran entwickelt und es hieß eigentlich schon länger, dass das in den Kernel sein sollte. Aber tatsächlich ist es so, dass die Hauptkonfigurationsoption, um das jetzt zu aktivieren, tatsächlich seit Linux 5.3 jetzt sogar im Kernel ist. Die zeigt sich noch nicht, weil einige Abhängigkeiten fehlen, die dafür nötig sind. Aber das war sozusagen das Signal an alle Kernel-Entwickler: Hey, das wollen wir wirklich in den offiziellen Linux-Kernel reinkriegen. Stellt euch also nicht quer. Das war so ein bisschen was Linus Torvalds und einige andere damit bezwecken wollten. Und tatsächlich das Einzige, was noch fehlt, ist so eine Grundrenovierung von Printcar. Das ist eine Technik, mit der man die der Kernel nutzt, um Logging-Ausgaben auszugeben. Also wenn beim Kernel irgendwas passiert oder so, dann wird das darüber ausgegeben. Das ist das, was man dann nachher per D-Message sieht. An der wird schon gearbeitet. IWNet hat da einen Artikel dazu. Wann die fertig wird, ist schwer abzuschätzen. In 5.7 sicherlich nicht mehr. 5.8 könnte sein, aber es ist ein bisschen wenig davon zu sehen in den letzten Wochen. Es ist schwer zu sagen, ob es vielleicht doch noch ein bisschen länger dauert. Aber ich denke mal, dieses Jahr wird das irgendwann werden. Wer sich für Realtime vielleicht näher interessiert, wir haben in Deutschland ja auch und im deutschsprachigen Raum auch ja viele Unternehmen, die vielleicht im Automobilumfeld unterwegs sind, der findet auf dem Vortrag von der Embedded Recipes viele Details, wie da der Stand ist und wie das auch weitergehen soll mit dem Realtime-Support. Der ist von Steven Rosted, der erklärt das auch relativ gut. Nur noch kurz als Reminder: Echtzeit meint nicht schneller eben, sondern eben planbar. Deswegen wird eben die Standard-Kernel von Fedora und Ubuntu das von Haus aus wohl nicht nutzen, aber es wird vielleicht alternative Kernel geben, die man einsetzen kann, um das zu benutzen, wenn man denn will. So, jetzt muss ich einmal kurz meine Stimme ölen. Sonst hört ihr mich nämlich gleich nicht mehr. So, nochmal zu den wichtigen Geschehnissen. Was ist sonst noch so passiert? Da gibt es diesen BBF oder auch bekannt als eBPF, das ist etwas, was den Kernel gerade sehr erheblich verändert. Das passiert Schritt für Schritt und weitgehend unbemerkt. Stellt sich die Frage, was ist dieses BBF? Das ist eine programmierbare VM im Kernel.
Also eine VM, ähnlich wie eine Java-VM, also nicht wie eine VirtualBox oder VMware VirtualVM, wo ein ganzes System emuliert wird. Jetzt muss ich auch nochmal husten, Sekunde. Also ich habe das Mikro weggehalten, aber ich hoffe, ihr habt das nicht zu sehr abgekriegt. So, und die wurde zum Beispiel früher, da gab es eine frühere Form dieses BPF, das nennt sich Classic BPF. Wurde von TCP-Dump benutzt. Das hat einfach dem Kernel dann gesagt, hey, ich will den Netzwerkverkehr beobachten und mich interessiere mich für die und die Art von Paketen. Und da hat der Kernel eben nur die an das TCP-Dump weitergereicht, weil wenn er alle weitergereicht hätte, hätte das System so verlangsamt, dass die Analyse einfach nicht mehr wichtig ist. Und dazu ist es eben, dass die Analyse nicht mehr möglich ist. Und dazu ist es eben wichtig, dass der Kernel da hilft und eben nur das vorfiltert, was einen wirklich interessiert. Und das gelingt eben mit dieser BPPF-VM. Das wird jetzt zum Beispiel benutzt für Traffic Control mit TC oder XTP, einen Netzwerkschnellweg. Damit kann man eben zum Beispiel Forwarding und andere Sachen für Container und solche Sachen relativ gut machen, weil die greifen dann, dadurch kann der Kernel die Pakete in besondere Bahnen lenken, an andere Rechner weiterleiten, bevor die durch den normalen Netzwerkstack des Linux-Kernels gehen, und das kann die Performance deutlich verbessern. Und das Ganze ist eben durch die VM relativ einfach programmierbar. Eine andere Ecke, wo sich dieses BPPF sehr zeigt, sind Analyse-Tools wie die BPPF Compiler Collection, BCC im Kurzen, oder BPF Trace, mit der man relativ gut reingucken kann, was der Kernel eben gerade treibt. Und eben auch gerade bei der Fehlersuche ist das super. Da kann ich an allen Admins, die zuhören, nur raten, lernt diese Tools. Und fragt dann in einem Jahr oder zwei nach einer Gehaltserhöhung, weil die machen euch das Leben leichter und die steigern euch auch euren Wert bei eurem Arbeitgeber, würde ich sagen. Das Ganze kann man zum Beispiel machen mit einem Buch, was Brandon Gregg geschrieben hat. Der ist so ein Performance-Mensch von Netflix dieser Tage. Und der beschreibt eben da, wie man diesen BPF und darauf aufbauende Tools gut einsetzen kann. Was ihr rechts unten in der Ecke seht, das habt die eine oder andere von euch auch schon gesehen. Das sind vielleicht schon gesehen. Das ist so eine Tool-Übersicht, mit der man dann reingucken kann, die zeigt, mit welchem Tool man wo in den Kernel reingucken kann. Also es ist echt erstaunlich, was man damit machen kann. Das ist so ein bisschen wie D-Trace, aber tatsächlich so ein bisschen mehr wie D-Trace 2.0, also deutlich besser zur Analyse und Performance-Monitoring. Dieser BPPF, da ist die Entwicklung noch lange nicht fertig. Da passiert in letzter Zeit ständig was. Ich habe hier so ein paar Sachen einfach mal kurz aufgezählt in den Kernel-Logs, die ich geschrieben habe. Sind die teilweise etwas näher erklärt, deswegen, die hier ausführlich zu erklären, ist einfach nicht wichtig genug. Tatsächlich die Quintessenz aber zusammen bilden die Bausteine für einen Linux-Kernel, der vielleicht ganz anders ist als der, den wir heute haben. Es ist sozusagen eigentlich eine Revolution, wobei es halt nicht mit Gewalt und nicht mit Gegenwehr, sondern deswegen ist es ja eine Reformation, die da im Gange ist. Und tatsächlich ist es so, dass der Kernel dadurch viele Aspekte von einem Mikrokernel bekommt. Also der Linux-Kernel, der ja eigentlich monolithisch ist, bekommt mehr so Aspekte von dem Mikrokernel, die eigentlich von einigen immer so gesagt werden, dass es da gab es immer eine große Debatte, was denn das bessere Konzept ist. Aber so ist es tatsächlich, der Linux-Kernel bewegt sich ein bisschen mehr in die Richtung und wird dadurch flexibler. Das war ein Bericht von LWNet, den ich gezeigt habe. Das ist aber nicht der Einzige, der das sagt mit dem Mikrokernel. Auch auf Twitter gab es da einige Aussagen. Und tatsächlich wird das auch diese Flexibilität teilweise schon genutzt. Da war die Idee für BP-Filter. Das ist eine Technik, mit der man die Firewall dynamisch konfigurieren kann, kompilieren kann. Das heißt, die Firewall wird genau für den wird nicht mehr sozusagen Tabellen erstellt, die dann irgendwas abgearbeitet werden vom Kernel, sondern man erzeugt Code, der genau das macht, was man braucht, und das vermeidet ganz viel Overhead und verbessert so die Performance deutlich. Und das war es in 4.18 eingezogen. Danach ist es ein bisschen gestockt. Seitdem hat man nicht mehr viel davon gehört. Aber das war bei anderen Techniken auch manchmal so. Irgendwann kommt das wahrscheinlich doch noch um die Ecke. Was damit auch prinzipiell möglich ist, sind Treiber als BPPF-Programme zu machen.
Das ist bisher nur angedacht. Mal gucken, ob das wirklich passiert. Das könnte aber tatsächlich auch ein bisschen mehr Flexibilität schaffen. Mal gucken, was das wird. Und auch Dateisysteme oder dieses Fuse, dieses Filesystem und User Space, wäre möglich, dass man das mit dem BPF macht, so dass man sozusagen relativ einfach Kernel Funktionen selber programmieren kann oder mit Bausteinen sich selber zusammenbasteln kann, die bisher man kompliziert entwickeln müsste. Mal gucken, was das wird. Geht alles recht immer so in kleinen Schritten voran, aber wie gesagt, zusammen wird es vielleicht ein ganz, ganz anderer Linux-Kernel. Dummerweise war es so, dass sich Realtime und BPF sich gegenseitig ausschließen, also das Realtime, was ich direkt vorher genannt hatte. Das war die Folie, die ich dann vorgestern streichen konnte, wenn tatsächlich ist in den Kernel 5.7, der bald erscheinen soll, was eingezogen, damit die beiden gut harmonieren. So, das war das Ende des ersten Vortragsabschnitts. Es kommen noch zwei, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, je nachdem, wie viel ich laber. Tatsächlich ist es so, der zweite ist dann mit Grafiktreiber und der dritte ist dann so ein bisschen die Gemüsekiste, das Vermischte. Ich werde jetzt gleich aber mal in dieses Dokument reingucken, was ich euch leider nicht zeigen kann. Die URL habe ich hier, sage ich hier nochmal, yourpart.eu/p/heiseshow-kernel. Wie gesagt, wenn da Fragen sind, tragt die da mal ein. Ich gucke da gleich mal rein. Während ihr da vielleicht noch Fragen eintragt, erzähle ich eigentlich nochmal, was zu mir, wer ist eigentlich der Typ, der da redet? Bin nämlich kein Kernel-Entwickler, deswegen ist es vielleicht eigentlich gar nicht richtig, dass ich so einen Vortrag halte, aber tatsächlich ist es so, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, über das Kernel-Log, was ich für CT und CT Online geschrieben habe, habe ich die Kernel-Entwicklung seit vielen Jahren beobachtet und weiß immer ziemlich viel, weil habe einen sehr guten Überblick über das, was da passiert. Und selbst die Kernel-Entwickler finden das teilweise gut, was ich da mache, weil sie einfach selber nicht wissen, was teilweise nicht im Auge behalten können, was in anderen Bereichen des Linux-Kernels passiert. Der eine oder andere kennt mich auch noch aus dem Fedora-Umfeld. Ich habe früher viel für Fedora gemacht. Dieser Tage baue ich für Fedora eigentlich nur noch Vanilla-Kernel-Pakete und habe noch ein, zwei Pakete. Und ich sagte zwar, ich bin zwar ein Kernel-Entwickler, aber ich war durchaus auch schon mal auf Kernel-Konferenzen, wo die wichtigsten Entwickler zusammenkommen. Hatte da mal ein bisschen was in meiner Freizeit zu Regression-Tracking gemacht. Und das heißt, ich bin also ein bisschen Kernel-Entwickler vielleicht doch. Und wenn so ein bisschen was gucken will, was ich alles beobachte, der kann mir bei Twitter folgen unter dem Handle Kernel-Logger. Da schreibe ich immer mal so ein bisschen, was in der Kernel-Welt passiert. Das ist auch nicht längst nicht alles, was immer irgendwie im Heft oder so landet. So, jetzt werde ich mal kurz hier umschalten auf das Dokument. Oh, da sind ja schon ganz viele Fragen. Oh, Gaming noch ein Linux-Thema. Das hat ja ganz viele Plusse bekommen. Gaming noch ein Linux-Thema, wie man richtig auf Linux spielen kann. Da komme ich ja gleich noch zu mit den Grafiktreibern. Die Sache ist da so ein bisschen, das geht jetzt ja nicht, das führt jetzt eigentlich vom Linux-Kernel weg. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, darüber rede ich gleich nochmal, nachdem ich über die Grafikkarten geredet habe. Performance, welche Stellschraube muss man drehen? Virtualisierung, I/O, ja, das ist wie immer so eine Sache, das kommt darauf an. Wenn man einfach allgemeingültige Aussagen tätigen könnte, wo man drehen muss, um die Performance zu verbessern, dann wäre es ja so, dass die Kernel-Entwickler das gleich machen könnten, damit man das nicht drehen müsste. Das heißt, man muss eben gucken, was für das eigene System relevant ist und sich auch ein bisschen in die Materie einarbeiten und da hilft eben dieses BPF-Trace, was ich da erwähnt habe, um einfach zu gucken, wo es hakt. Damit kann man nämlich relativ gut eben sehen, wo die Flaschenhälse sind tatsächlich, um dann die gezielt zu optimieren. So, hier steht noch eine Frage: Virtualisierung, gibt es da was Neues? Tatsächlich ist es so, da tut sich gar nicht mehr so viel. KVM wird immer noch mal, da tut sich immer noch mal durchaus einiges, aber da passiert viel mehr tatsächlich im User Space, also bei QEMU, also da komme ich auch gleich noch mal zu. Und ja, ich glaube, damit belasse ich es jetzt erstmal bei den Fragen und gehe erstmal zum Vortrag weiter, weil ich sehe, dass zwei, drei Fragen auch tatsächlich eben genau sich damit beschäftigen, was sowieso noch zum Thema noch dran ist. Und die Zeit läuft uns noch weg, weil so in 20 Minuten müssen wir hier auch schon wieder Platz machen für die nächsten. Damit gehe ich mal über zum zweiten Teil des Talks, eben Grafiktreiber.
Zu Grafiktreibern muss ich immer noch erstmal wieder erklären. Es gibt keinen Grafiktreiber bei Linux. Tatsächlich ist, was gemeinhin als Grafiktreiber bezeichnet wird, eine Familie aus 5 bis 10 oder manchmal sogar 20 verschiedenen Treibern, die da zusammenarbeiten müssen. Denn moderne Grafikkarten können halt enorm viel. Die können Videobeschleunigung, Rechnen auf Grafikkarten, 3D natürlich. Aber die haben tatsächlich für die HDMI und DisplayPort Audio-Ausgabe auch einen Audio-Chip drauf. Und das braucht natürlich alles Treiber und das ist halt nicht alles in einem. Da ist es tatsächlich so. Jetzt kann ich leider keine, nicht genau zeigen, hier mit einem Laserpointer. Dass der wichtigste Treiber von dieser Grafiktreiber von mir tatsächlich im Kernel steckt. Das ist auf dieser Infografik, die wir mal in CT abgedruckt haben, eben dieser Kernel DRM-Treiber i915KO, den ihr relativ unten rechten Drittel seht. Und tatsächlich ist es so, auf den bauen dann andere Treiber auf, mit denen man dann interagiert, beziehungsweise den Applikationen dann nutzen. Wenn es zum Beispiel um Gaming geht, ist es da eben die 3D-Beschleunigung, die oben rechts losgeht. Da seht ihr eben zum Beispiel so, das passiert meistens über OpenGL und zieht halt über eine Standard-Library dann meistens Mesa rein und da sitzt dann der 3D-Treiber. Tatsächlich eben diese beiden Treiber sind letztendlich die wichtigsten. Dieser Mesa-Treiber, der hier i965di.so heißt, das hat sich Jungs geändert, aber sei es drum, ist ja nur als Beispiel, der greift dann tatsächlich über eine Zwischenschicht, die nennt sich libdrm.intel, auf den Kernel zu und dann geht es erst zur Grafiktreiber und für andere Sachen gibt es eben noch andere Treiber, zur Videobeschleunigung oben links noch den Treiber und der Intel-Treiber in der Mitte, ist der für den X-Server ist dieser Tage tatsächlich meistens gar nicht mehr da, das ist mehr so ein allgemeiner, generischer Treiber. Das nur zur Erklärung, damit das, was ich als nächstes erzähle, Sinn macht. Wie gesagt, der wichtigste Grafiktreiber ist im Kernel, der zweitwichtigste Grafiktreiber, also der für 3D, ist in Mesa. Und da ist es zum Beispiel so, dass der Support für AMDs neue Grafikchips, Grafikchip-Generationen, diese Navi-Generation, diese 5000er-Serie, tatsächlich in Linux 5.3 eingezogen ist. Und die OpenGL und auch die Vulkan-Treiber stecken auch schon länger in Mesa. Also das haben viele Distributionen schon dabei. Und tatsächlich ist es so, dass Support für neuere Radeon-Chips dieser Serie, den 5500er, der war dann in 5.4, 5600 war dann in 5.5 und seitdem ist das auch nochmal ein bisschen gereift, deswegen funktioniert das alles ein bisschen besser. Und tatsächlich ist es so, auch noch so, dass unabhängig von den Kernel-Änderungen, die ich gerade erwähnt habe, ist tatsächlich auch noch an diesem Mesa einige Änderungen gab, an dem 3D-Treiber oder an dem OpenGL-Treiber, um genau zu sein, der jetzt mittlerweile OpenGL 4.6 unterstützt. Was wichtig ist, eben teilweise für professionelle Programme, aber auch teilweise von Spielen genutzt wird, um bestimmte Effekte zu machen. Und da ist es so, das bringen Linux-Distributionen halt immer von Haus aus mit und mit Ubuntu 20.04 und dem neuen Fedora und anderen neuen Distributionen kommen diese Verbesserungen halt in Kürze auch bei euch allen zu Hause an. Und da muss man einfach mal sagen, dadurch, dass AMD das mittlerweile alles Open-Source-mäßig macht, läuft da vieles richtig. Dadurch geht einfach vieles out of the box. Man installiert einfach Ubuntu oder Fedora oder welche Distribution auch immer, Hauptsache frisch ausgestattet auf seinem PC und dann muss man sich gar nicht mehr um Grafiktreiber-Installation kümmern. Das geht einfach alles. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu Intel weiter. Da ist das eigentlich schon lange so, dass die sich in der Open-Source-Entwicklung so gut beteiligen und dass das schon immer eigentlich relativ gut klappt. Und die haben tatsächlich jetzt einen neuen OpenGL-Treiber genannt, geschrieben, der seit Mesa 20.0 dabei ist, der nennt sich Iris. Und der bringt auch ein bisschen Performance-Verbesserung und schneidet einfach mal alte Zöpfe an. Und die unterstützt Iris und auch der ältere i965-Treiber unterstützen tatsächlich auch OpenGL 4.6 schon sogar ein bisschen früher, als AMD das getan hat. Was da jetzt ins Haus steht, ist tatsächlich Unterstützung für die Generation 12 GPU, die dann in diese erwähnten Tiger Lake-Prozessoren bringen wird, aber auch diese Intel-Grafikkarten, diese XE-Grafikkarten, an denen Intel arbeitet, werden davon unterstützt. Und der Treiber ist in Linux 5.7, also der in 2 Monaten rauskommt. Und passende OpenGL- und Vulkan-Treiber sind auch schon in Mesa. Also da ist es so, dass da wahrscheinlich dann mit einer recht aktuellen Ausstattung man auch diese Chips relativ leicht in
in Betrieb nehmen kann, ohne groß Treiber zu installieren. Und vieles läuft da gut, ganz perfekt ist es da aber auch nicht, ja. Damit gehen wir dann nochmal zu Nvidia über. Da ist es so, dass Linux 5.6 endlich 3D-Unterstützung für Turing-Karten gebraucht, Turing-GPUs gebracht hat. Das sind eben die GeForce 1600 und 2000er Modelle, eben die 1650 oder die 2080 zum Beispiel. Und jetzt muss ich nochmal husten, Sekunde. Kein Corona, es ist einfach nur ein bisschen Schnupfen. So, die Sache ist die, es braucht dazu eine Firmware. Jetzt muss ich doch nochmal husten, tut mir leid. So, ist ein bisschen Stimme geölt, jetzt geht's besser. Dass eben dieser Treiber für die Turing-Karten eine Firmware braucht und die hat Nvidia auch veröffentlicht. Aber das ist so, die ist ein bisschen verkrüppelt. Die kann den Grafikchip weder in die schnellsten noch in die sparsamsten Modi schalten. Das ist, musste man sich so vorstellen, als kauft man sich eine superschnelle Intel-Prozessor und das läuft ja nur so im mittleren oder im unteren Performance-Bereich, braucht aber gleichzeitig deutlich mehr Strom, als wenn er wirklich schlafen würde. Und das ist halt total nervig. Das liegt eben dran, weil Nvidia diese Firmware so verkrüppelt, die es eben für Open-Source-Entwickler bereitstellt. Und diese Firmware kam zudem auch wieder nur sehr, sehr spät. Die kam erst wieder kurz, bevor die Nachfolger-GPUs veröffentlicht werden sollen. Es sah jetzt aus, als würde das jetzt passieren, aber es wird wohl noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Aber die haben sozusagen die Open-Source-Entwicklung da lange hängen lassen. Das ist Hauptgründe, warum dieser Nouveau-Treiber so schlecht ist. Die Sache ist die, Nvidia, es gab Indizien in einem Vortrag von der GTC, die darauf hindeuteten, dass Nvidia es vielleicht an seinem Vorgehen was ändern wollte. Es gab schon Hoffnung, dass sich Nvidia da wirklich öffnen wollte. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde mal sagen, abwarten und Tee trinken. Das Problem ist, dieser Vortrag ist wegen der Corona-Krise jetzt auch tatsächlich ausgefallen. Deswegen ist noch ein bisschen unklar, was da passiert. Nochmal was zu allen drei, GPGPU und also Compute auf Grafikkarten ist bei allen so lala. Es geht bei keinem out of the box. Für AMD und Intel gibt es zwar OpenCL-Treiber, da muss man meistens ein bisschen fummeln, bis das geht. Bei Nvidia ist das einfacher, weil Nvidia hat ja da gibt es ja nicht nur diesen Open-Source-Treiber, den ich erwähnt habe, sondern es gibt auch den proprietären Grafiktreiber, der halt bei manchen Leuten nicht so gut gesehen ist und manchmal auch ein bisschen problematisch ist. Im Handling, im Alltag, da funktioniert Computer tatsächlich relativ gut. Das muss man einfach mal so lassen. Aber es ist halt eben, es geht hier um den Linux-Kernel, deswegen werde ich jetzt nicht allzu sehr über andere Treiber eingehen. Was auch noch ansteht, was die Raspi-Fans von euch vielleicht interessiert, der Support für die Display Engine, die DE des Raspi 4 ist im Anflug. Die 3D-Treiber sind schon in Linux und Mesa enthalten. Und tatsächlich ist der Raspi 4 eine gute Beschreibung, warum das eigentlich dieses Schaubild hier, was ich gezeigt habe, eigentlich gar nicht stimmt. Weil da ist es tatsächlich so, dass für 3D-Beschleunigung es sowohl einen Mesa-Treiber als auch einen Kernel-Treiber braucht, aber auch zur Bildausgabe. Das ist hier einfach nicht zu sehen in diesem Schaubild, weil wir uns damals sehr auf PC-Grafikchips beschränkt haben, weil beim Raspi 4 ist es dann tatsächlich so, dann braucht es zur Bildschirmausgabe noch einen zweiten Kernel-Treiber. Der nennt sich da dann für den neuen Raspi 4 nennt sich VC4. Wer dazu was wissen will, im aktuellen CT habe ich tatsächlich nochmal 9 1/3 Seiten rund um den Raspi und Linux und ARM geschrieben. Da ist das auch ein bisschen angerissen, wie da der Stand ist und was da passiert. Da werden auch andere ARM-Chips ein bisschen erwähnt. Und da ist es so, dass tatsächlich eben für vielen Einplatinen-Computern mit anderen SoCs gerne mal Mali-Kerne, Mali-Grafik von ARM steckt. Dafür gibt es mittlerweile auch Open-Source-Treiber, die nennen sich Lima und Panfrost. Und die reifen langsam das so ein bisschen. Und was halt auch noch passiert, ist tatsächlich, dass es mittlerweile eine Übersetzungsschicht gibt, um OpenGL über Vulkan-Treiber zu machen. Das könnte sein, dass das hilft, einige
einige Spiele einfach mit moderner Hardware besser zu betreiben und dass die Entwickler sich vielleicht auch mittelfristig das Schreiben von OpenGL-Treibern sparen können. Mal gucken, wie das da weitergeht. So, das war so viel zu Grafikkarten. Jetzt gehe ich einmal kurz wieder hier zum Dings zurück, zur Frage, um mal zu gucken, ob da was Neues aufgetaucht haben. Genau, das war so ein bisschen Gaming zum Linux-Thema. Da sind ja ganz viele Fragen, Plusse davor, muss ich mal mit den Kollegen reden, dass die da vielleicht mal einen Ablenk oder so zu machen. Das ist nicht meine Welt, ich spiele nur Tetris oder vielleicht nochmal Super Tux Card. Aber ich habe doch den Linux-Kernel zum Spielen, der mich beschäftigt. Da ist auch ein Video verlinkt in dem Etherpad. Vielleicht hilft das dem einen oder einem anderen von euch. Da muss man einfach mal aus Hardware-Sicht, um jetzt nochmal zum Kernel und den Treibern zurückzukommen, zu sagen, dass da natürlich dann primär AMD und Intel interessant sind, weil die nur für Gaming 3D-Performance ausreichend liefern. Und da ist es so, wenn man richtig Performance will, ist man wahrscheinlich mit Nvidia-Karten, also wirklich High-End, das bestmögliche an Performance, dann ist man mit den Nvidia-Karten, kommt man meistens nicht drum zu, aber wenn man nur so richtig gute Performance oder mittelmäßige Performance macht, dann sind AMD-Grafikchips eigentlich auch immer eine sehr gute Investition, weil die, wie gesagt, von Haus aus laufen. Genau, ja, mit dem Raspberry Pi Support habe ich schon gesagt, da kommt jetzt was in Linux 5.7 und im aktuellen Heft habe ich da was beschrieben. Und da ist es auch so, dass der Raspberry Pi 4 tatsächlich mittlerweile von dem Kernel 5.6 halbwegs von Haus aus unterstützt wird. Dadurch werden Linux-Distributionen wie OpenSUSE, Debian, Fedora und so weiter den wahrscheinlich bald von Haus aus auch unterstützen. Ubuntu wird es auch tun. Die haben aber teilweise Änderungen zurückportiert oder auch teilweise Änderungen aus dem Raspbian-Kernel übernommen. Wie gesagt, wer dazu was wissen will, sollte einfach mal ins aktuelle Heft gucken. Ich würde mal gern was über BTF ButterFS lesen, sehe ich hier schon. Da habe ich tatsächlich vor vielen Jahren mal eine längere Artikelserie drüber gehabt. Da hat sich seitdem zum Einsatz relativ wenig geändert, aber hier wird gleich tatsächlich RAID 5 erwähnt. Da ist es so tatsächlich, dass das immer noch nicht so richtig fertig ist. Da gibt es immer noch das wird noch als unstable bezeichnet, weil es in einem bestimmten Corner Case tatsächlich zu Datenverlust kommen kann. Das ist aber auch was, das ist so kompliziert, das kann ich hier jetzt auf die Schnelle nicht erklären. Da muss man sich einfach mal selber einarbeiten. Oder wie gesagt, der ein oder andere weiß es vielleicht, ich mache selber jetzt eine Auszeit. Das ist tatsächlich jetzt heute meine letzte heiße Tätigkeit für dieses Jahr. Deswegen wird es dieses Jahr auch kein Kernel-Log geben. Vielleicht schreibe ich danach dann mal wieder. Da steht noch eine Frage, Linus Torvalds, zieht er sich nun zurück oder nicht? Nein, ich wüsste nicht, dass es Überlegungen gab, dass er sich zurückzieht. Natürlich wird er auch nicht jünger. Ich weiß gar nicht, was hat er letztens für einen Geburtstag gefeiert? 49. oder irgendwie sowas um die Ecke? Oder war es schon ein bisschen jenseits der 50? Ich glaube, dem macht das sehr viel Spaß. Der hat sich tatsächlich in dieser Code of Conduct-Sache damals vor anderthalb Jahren mal 4 oder 6 Wochen von der Kernel-Entwicklung zurückgezogen. Das war vielleicht auch zum Teil ein taktisches Manöver, um da einen Sturm der Entrüstung, der auf die Kernel-Entwickler zukam, ein bisschen abzufedern, indem er einfach mal aus der Schusslinie genommen wurde. So sah es zumindest von außen so ein bisschen aus. Ich glaube, solange er Spaß hat, macht er weiter. Das kann auch 10, das kann auch 15 Jahre sein. Kann aber auch natürlich sein, dass es in 1 oder 2 Jahren vorbei ist. Wie es dann weitergeht, ist nicht so richtig klar definiert, aber es wird allgemein davon ausgegangen, dass 2, 3 zentrale Kernel-Entwickler das Ganze dann von ihm übernehmen und das Ganze, die Linux-Kernel-Entwicklung da sozusagen im Team vorantreiben. So, jetzt gehe ich nochmal wieder zum Vortrag zurück, um nochmal ein bisschen was zu erzählen. So, jetzt kommen wir nämlich zum dritten Teil des Vortrags. Der ist so ein bisschen Gemüsekiste. Das ist das Problem immer so ein bisschen, da ist für jeden was dabei, aber für manche sagen dann immer, was ist das für ein Gemüse, das kenne ich gar nicht, das weiß ich gar nicht, wie das benutzen soll, das interessiert mich nicht, das gilt jetzt auch für den nächsten Abschnitt umso mehr, weil es jetzt ein bisschen feingradiger wird, aber ich habe mich versucht, auf Sachen zu konzentrieren, die
Praxisbedeutung haben oder gut oder wichtig zu wichtig, gut oder wichtig zu wissen sind. Da ist es zum Beispiel so mit Praxisbedeutung, das ist für die Admins interessant. Das XFS beherrscht jetzt große Reflink-Kopien. Damit kann man große Dateien oder Verzeichnisbäume in Sekundenbruchteilen kopieren. Das ist unter Umständen nützlich für Snapshots oder das Provisioning von Virtual Machines oder für Container-Images oder auch für Backups natürlich auch, weil einfach in Sekundenbruchteilen so ein ganzes Verzeichnis kopieren ist halt toll. Das kann ButterFS und ZFS halt auch und das Ganze gelingt tatsächlich auch wie bei diesen beiden anderen Dateisystemen jetzt mit XFS auch mit Copy-on-Write, also der grundlegenden Arbeitsweise von ButterFS und ZFS. XFS hat das tatsächlich in den letzten 3 Jahren gelernt. Das habe ich damals auch im Kernel-Log erwähnt. Tatsächlich ist es aber so richtig Standard und produktionsreif ist es jetzt erst seit XFS Prox 5.1. Das sind die Dateisystemwerkzeuge für dieses XFS, die halt mit dem Kernel-Support zusammenarbeiten. Wer da Interesse hat an Details, der findet bei Oracle in einem Blog-Eintrag einige Details. Tatsächlich wird die XFS-Entwicklung dieser Tage sehr stark von Oracle vorangetrieben. Tatsächlich ist es auch so, dass diese XFS-Features in einigen Distributionen schon genutzt werden, eben zum Beispiel in Red Hat Enterprise Linux 8. Und da kommt noch mehr. Da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, das Dateisystem im laufenden Betrieb zu überprüfen. Das nennt sich Online-FS-Check. Auch dazu gibt es einen Blog-Eintrag. Das ist so gut wie fertig und eigentlich auch schon sicher nutzbar, aber es ist noch nicht standardmäßig an, soweit ich weiß. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Kernel-Entwickler daran arbeiten, dass im Laufzeit Dateisysteme reparieren zu können. Das wird in dem XFS-Blogpost auch erwähnt. Wer Details wissen will, soll da einfach mal reingucken. Neuen Namen bekommt XFS dadurch aber nicht. Das ist bei XFS eigentlich so üblich, dass das immer XFS heißt und sonst müsste es eigentlich schon XFS 3 oder 4 heißen, weil sich über die Jahre immer mal massiv was geändert hat. Praxisbedeutung hat auch das Folgende. Tatsächlich ist es so, dass der Linux-Kernel mittlerweile XFAT unterstützt. Das ist seit Linux 5.4 der Fall. Das ist vor allen Dingen wichtig, um SD-Cards von modernen Videokameras einfach zu mounten, weil die sind häufiger im XFAT-Format formatiert. Das ist was von Microsoft. Dafür gab es eine Übergangslösung im Staging Tree. Das ist ein Bereich, wo qualitativ minderwertige Treiber erlaubt werden, die normalerweise nicht gut genug für den Kernel sind. Aber tatsächlich so ist es mit ziemlicher Sicherheit Linux 5.7 einen besseren Ansatz bringen wird. Der ist noch nicht eingezogen. Es ist ja gerade die Phase, wo die wesentlichsten Änderungen für 5.7 passieren, aber das dürfte wahrscheinlich in den nächsten Tagen passieren. Praxisbedeutung hat auch WirtIOFS, das ist in Linux 5.4 eingezogen. Das ist ein sehr effizienter Weg, um Verzeichnisse des Hosts mit Linux-VMs zu teilen. Also wenn man einfach ein Verzeichnis oder Dateien auf dem Host hat und man will die in einem Linux-Gast einfach darauf zugreifen, dann geht das sehr effizient darüber. Das ist so ein bisschen wie das 9P, was dafür bislang häufig benutzt wird, verspricht aber deutlich bessere Performance und tatsächlich, also das tut es jetzt schon, die Entwickler haben sogar angekündigt, noch die Performance nochmal zu verbessern. Also sehr interessant. Wer da was Näheres wissen will, findet unter dieser URL Details dazu. Und tatsächlich ist es so, das Ganze muss natürlich auch von der Systememulation, die eben mit dem KVM im Linux-Kernel zusammenarbeitet, unterstützt werden. Und das ist tatsächlich erst ab QEMU 5.0 der Fall, dass Ende April erscheinen soll. Also in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Ich glaube, die erste Vorabversion ist gerade vorgestern oder so rausgekommen. Nützlich oder gut zu wissen, da gibt es eine Technik, die nennt sich IO-Euring, die reift massiv. Das ist so in den letzten Jahr passiert. Das ist ein deutlich moderneres und ordentliches API, also Programmierschnittstelle für asynchrones IO. Die ist jetzt so vor 1,5 Jahren in den Kernel eingezogen, aber wie gesagt, sehr, sehr gereift. Dieses asynchrone IO ist tatsächlich eine Zugriffsart sozusagen, die in der Windows-Welt ganz normal ist. Da wird sozusagen, wenn eine Anwendung was lesen will, sagt die dem Kernel, hey, ich will die und die Datei lesen und dann macht der Kernel erstmal und die Anwendung kann in der Zwischenzeit was anderes machen. Und wenn der Kernel bei Windows sagt, ich habe jetzt Daten für dich, dann schickt er die dann nach und nach an die
Anwendung. Und in der Linux-Welt war AIO tatsächlich immer ungewöhnlich. Da war es eben so, die Anwendung musste warten, bis der Kernel die Daten rangeholt hat. Es sei denn, die Anwendung hat selbst mit Threads gearbeitet, was aber natürlich ein bisschen Aufwand für den Programmierer war. Und tatsächlich, dieses IO-Euring macht da vieles besser, ist viel einfacher programmieren als die alten APIs, die der Kernel früher für AIO hatte, die eben so schlecht waren, dass sie deswegen kaum genutzt wurden. Und dieses neue API hat da viel verbessert und das bringt Linux tatsächlich vorwärts. Und das ist tatsächlich auch wichtig, weil die SSDs einfach mittlerweile so schnell werden, dass man die mit synchronen APIs über normale Syscalls tatsächlich gar nicht mehr ausnutzen kann. Und dafür ist IO-Euring einfach auch gut. Und daher nur die Empfehlung, nutzt es wirklich bei Anwendungen, wenn ihr irgendwie IO-Performance braucht, also großen Durchsatz oder geringere Latenzen. Dafür wird das in den nächsten Jahren immer wichtiger. Details auch dazu gibt es in einem Video bei YouTube und da gibt es auch Slides. Die URL habe ich hier genannt und ja, tatsächlich ist es so, auch LWNet hat Details dazu, um nochmal zu zeigen, dieser BPF, den ich eben schon erwähnt habe, der zieht selbst in solche Techniken ein. So, wir kommen jetzt langsam in eine Zeitnöte. Ich werde langsam mal zum Ende springen. So, mal gucken. So, das geht natürlich nicht. Technik, die begeistert. So, jetzt gehen wir mal wieder zum Ende. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Was auch noch jüngst passiert, ist tatsächlich ein Treiber für diese Asus Notebooks in den Kernel eingezogen ist. Die laufen dadurch jetzt korrekt. Denn dadurch aktiviert Linux jetzt beim Starten den schnellsten Modus. Bisher liefen die nämlich tatsächlich immer einfach zu langsam, weil Asus da so komischen Kram gemacht hat. Und das fängt der Linux-Kernel jetzt ab. Und auch nach Überhitzung bleibt die CPU nicht langsam. Das ist also nur mal so, um zu zeigen, was der Kernel alles machen muss. Und auch die Betriebsmodus-Wahltaste funktioniert, um eben zu entscheiden, wie schnell das Gerät denn laufen soll. Und genau, den Raspberry Pi Support der ist langsam im Werden. Den hatte ich ja eben schon erwähnt aufgrund der eigenen auf der Frage. Das war halt tatsächlich in Linux 5.5 und 5.6. Das wird mit 5.7 und 5.8 sicherlich noch besser. Und dadurch werden eben Standarddistributionen den besser von Haus aus unterstützen. Da passiert noch viel, viel mehr. Ich habe hier so ein paar Sachen eingepflegt, weil bei dem Chemnitzer Linux-Tagen hätte ich tatsächlich eigentlich 90 Minuten Zeit gehabt. Hier habe ich das halt nicht, deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal und komme einfach mal zum Ende. Nur noch mal, um es grob zu umreißen: Linux läuft wie ein gut geschmierter Motor, alles läuft super, es geht voran wie eh und je. Von diesem Code of Conduct, der viel Aufregung erzeugt hat, ist nicht viel zu hören. Der WireGuard-Support ist endlich im Kernel, das ist richtig toll. Auch das Realtime endlich im Kernel ist, nachdem die Entwickler da 20 Jahre dran gearbeitet haben, ist auch wirklich ein großer Erfolg. Es sind jetzt halt nur noch die letzten Schritte nötig. Und XFS unterstützt eben diese Deduplication, die auch sehr interessant ist, gerade für Admins. Und für asynchrones I/O eben dieses IO-Euring. Und die Hardware-Unterstützung verbessert sich mit jedem Kernel halt deutlich. Und wie gesagt, wo ist vielleicht mehr langfristig, der BPF verändert den Linux-Kernel gerade grundlegend. Das ist eine kleine Revolution, Reformation. Wer Details zu all dem Kram wissen will, soll das Kernel-Log auf CT Online einfach mal durchsuchen oder eben anderswo im Internet suchen. Für vieles, was ich hier nur angerissen habe, gibt es einzelne Talks und einzelne Artikel. Und LWNet ist da eine gute Quelle und ja, genau, wenn ihr was mir folgen wollt, ich habe hier einen Twitter-Handle, ich habe tatsächlich sechs Twitter-Handles, aber das ist der sich mehr maßgeblich um Kernel-Kram dreht. Hier sind noch die anderen, aber wie gesagt, die Slides, seht die Links zu den Slides, da sind auch noch ein paar Folien, die ich jetzt überschrieben habe, den seht ihr oben. Und da wir jetzt zeitlich schon ziemlich am Ende sind und wir auch schon ein paar Slides gemacht haben, höre ich jetzt an dieser Stelle mal auf und denke mal, dass der Johannes hier ist und dann das Ganze zum Ende führen kann.
Ja, danke schön, Thorsten. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Auszeit. Danke für den Vortrag, der eigentlich bei den Linux-Tagen, bei den Chemnitzer Linux-Tagen hätten laufen sollen. Ich freue mich sehr, dass wir den jetzt hier hatten. Und ja, wünsche dir eine schöne Auszeit. Und wir machen jetzt gleich um 12 Uhr weiter mit Folding at Home. Haben dazu Marc Mantel, Benjamin Kraft und Martin Holland da, werden klären, ob diese Gerüchte, dass das jetzt stärker ist als so mancher Supercomputer, stimmt, was man eigentlich da mit Folding at Home genau macht und was das Ganze mit Corona zu tun hat. Und wir machen hier so lange eine kurze Pause und sehen uns dann um 12 in 5 Minuten wieder. Bye Viel bye. Spaß, ciao.